Und weiter geht's hier im Text. Piep. Rückwärtsgang drin. Wenn du auch mal häckseln willst, sagst du Bescheid, ne? Oh, ich verdichte gerade das Silo, beziehungsweise ich verteile es richtig. Okay. Ich glaube, bei mir ist ein Autobahnplanierer verloren gegangen. Wird Zeit für einen Umschwung. Ich glaube, da kann man auch gut Geld verdienen. Als Planierer. Ja, überhaupt im Straßenbau. Oh, obwohl jetzt mit diesem Dieselskandal, wer weiß. Jetzt hat er gespeichert. Da war wieder das ein ist auch Ruckler. Gerade irgendwas hat's da irgendwas gemacht. Schön GPS wieder an. Das wäre auch weg gewesen, hätte ich die Mod nicht mit reingenommen. Dann hätte Ja, ich das mit dem. das ist ja diese, die wir gefunden hatten. Ja. Die jetzt komisch. Also am Anfang hat die Fehler geworfen. Dann haben wir sie mit rausgenommen und haben noch hier und da noch eine andere Mod mit rausgenommen. Haben dann probiert, da habe ich festgestellt, dass das halt fehlt. Dass gerade das mit dem nach hinten gucken beim Rückwärtsgang einlegen. Hab die Mod wieder reingepackt und sie hat keine Fehler mehr geschmissen. Also ich gehe von aus, dass sie wahrscheinlich mit einem der anderen Mods richtig kollidiert ist. Das ist das, was ich auch denke. Und ich vermute wahrscheinlich mit dem Fendt, dem 800er. Der extrem Fehler geschmissen anscheinend. Ja. Der hat sogar Fehler geschmissen, obwohl er nur auf dem Server lag. Der war deaktiviert, lag nur noch auf dem Server und hat trotzdem Fehler geschmissen. Genauso wie die Animals hat. War genau dasselbe Spiel. Lag auch nur noch auf dem Server und hat trotzdem die übelsten Errors reingeknallt. Und jetzt im Schluss hatten wir eigentlich nur noch drei Errors, waren das. Das war die Abschleppkette. Das war der Autoload Wood Trailer, den Anton jetzt neu mit draufgepackt hat. Das waren aber auch nur Fehler, dass sie mit dem hier diesen verschiedenen Schmutz nicht klarkommen und die Kette mit der Kamerakollision, was eigentlich noch spielbar ist und da wir das im Moment auch nicht benutzen, dürfte das auch erstmal weitestgehend keine Fehler machen. Und wir haben ja auch gesehen, also wir sind deutlich schneller jetzt auf den Server gekommen, die Ladezeiten waren immens kürzer und es ist auch vom Spielfluss ist jetzt eine ganze Ecke besser geworden. Das wird er ja normalerweise auch sehen, wenn er auf den Server kommt. Das glaube ich auch. Alter, schon wieder voll die Bude. Bin gleich da. Kommt gleich alles eben hier. Eigentlich könnte ich ja auch mal kurz vorher schon den Helfer anschmeißen. Und mit dem Dingswagen schon mal hinfahren, Alter. Das mache ich jetzt demnächst auch. Überladewagen. Ja. Solange ich in der geraden Strecke bin und der dann fast voll ist, wo muss ich? Ich muss hier hin. Dann Helfer an, den Rest zu Ende fahren lassen und ich mache mich schon mal mit dem Überladewagen auf den Weg dahin. Wie schlauer, spare ich noch mehr Zeit. Ja, wird auch Zeit, dass der herkommt. Der Überladewagen ist voll, wenn ich jetzt abkippe. Nicht ganz, aber so gut wie. Bin auf dem Weg. Steige geradeaus und steige wieder ein und komme angefliegt.
65.000, 65.000, ne, da ist mehr als 100, ja, der ist voll gleich. Ja, zwei Fahrten. Ja, musst du dich beeilen, weil ich ja immer mehr reinkippe, als du rausholst. Brauchst ja auch einen Vorsprung. Das wollen wir mal sehen, wer hier einen Vorsprung braucht. Na, ich glaube, wenn ich das nur abfahre und in das Silo knall, egal wie es aussieht, dann glaube ich schon, dass ich schneller bin. Aber es fällt ja auch noch was aussehen, sonst haben wir danach ohne Ende Arbeit. Ja. Ich könnte mir wahrscheinlich auch den Überladewagen hier hinten dran ballern. Problem ist wahrscheinlich nur, dann wird der irgendwann, wenn je voller das Teil wird, wird der auch immer langsamer, weil es schwerer wird. Und ist Was halt hat auch sie nicht dafür wirklich gekostet? real, ne? So, ich habe noch 4000 Liter drin. Biegt gerade ab zum Feld. Gucken wir Ich mal, schaue, wo ob es du das steht. schaffst. Hier hinten, wo ich fahre, ist er. Ja, aber vor allem auch geil, oder mal gut, dass ich direkt von Anfang an einen JCB mitgenommen habe. Auch noch gleich einen stark motorisierten. Auf jeden Fall. Der hat auch genug Geschwindigkeit. Ja, schön, kannst du schön mit 80 kloppen. Ne, die sind gedrosselt auf 60, ne? Oder was? Sag ich dir gleich. Wenn ihr der fährt, glaube ich, 80. Die originalen JCBs sind, glaube ich, gedrosselt auf 60 oder 70. 60 sind wir, glaube ich, oder 65. War das gerade eine Reifestufe oder sowas? Weiß ich nicht. Habe Ich ich jetzt fahre eben. 52. Jetzt. 54. Ja, jetzt gerade. Der wird noch schneller. Ja, nach oben raus hat er halt auch nicht mehr die Power, ne? Das wird dann die Beschleunigung ein bisschen langsamer. Ja, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Ja, der fährt auch, glaube ich, läuft. 80. 70, 80, Siehste. bremsen. Bremsen! Man sollte nicht auf die Zahl schauen beim Fahren. Kenne ich das Problem, kenne ich, dass man irgendwo hinguckt und einfach alles verpeilt dabei. Ne, alles noch im Rahmen. Da wird die Kurve größer gefahren! Sagt er, während er beim Nachbarn über dem Küchentisch. Ja, da ist noch ordentlich Mais abzuholen hier, ey. Das passt alles rein. Ich glaube auch, dass wir da Ganz zwei ernsthaft, da Millionen passt noch. Liter reinkriegen. Weil eine Million ist da jetzt so fast drin schon. Da passt noch einiges rein. Dann müssen wir beim nächsten Mal. Ja, gut, müssen nicht. Aber wenn wir Hälfte Hälfte machen wollen, müssten wir das nächste Mal das ganze Feld, Grasfeld da reinklatschen. Das stimmt. Wenn wir rauskriegen, wie viel jetzt da reinpasst, könnte man gezielt sagen, die Genau. Zahl muss rein. Ja, 500, nee, 250.000 waren halbe Feld, ne? Da hätten wir 500.000. 2,72 waren drin. Krass. Ja, genau, 2,72. Ich hab's ja geschrieben gehabt irgendwo. Ah, es ist nicht mehr drin jetzt. Schaffe ich es noch bis zum Ende? Wahrscheinlich nicht. Wäre schön gewesen. Ja, oder? Nee, das wird nichts. Da muss ich mal anhalten. Alter Fail. Und ich habe schon wieder verpeilt, den Helfer anzumachen. Aber wenigstens stehe ich diesmal in der Nähe und kann rüberlaufen.
Weißt du, was ganz klar kommt? Wenn du schön mit Anlauf in das Silo wirst und anstatt auskippen, du auf den Knopf kommst zum vorderen Gewicht abschmeißen. Ja. Und dann quälst du dich über das Gewicht. Mann, Mann. Geht auch noch mal besser. Bin wieder auf dem Weg. Das ist gut. Aber wenn du hier bist, fahre ich wahrscheinlich schon gerade weiter. Mit wahrscheinlich dann 10.000 noch drin im Tank. Wieso? Das summiert sich ja langsam immer mehr. Und vor allem, je mehr ich ja drin habe, umso weniger kann ich fahren, umso schneller muss ich abladen, umso kürzer wird die Differenz zwischen meinem Abladen, bis du wieder hier bist. Ja, hast du schon wieder abgeladen oder was? Ich bin dabei. Wie viel hast du noch zum Abladen? Ja, weiß ich nicht, ich mach den gerade voll. Und dann weiß ich gleich, wie viel ich noch drin habe. Ob er schon halb voll ist oder wie auch immer. Also 4000 irgendwas hatte ich eben noch drin. Wie viel hast du jetzt noch? Noch ein Liter. Bin abgelogen. 8000, das Doppelte wie von eben. Na, jetzt kommst du aber langsam ins Schwitzen, wa? Jetzt stress ich dich. Oh, bergig, bergig hier. Ja, die Kante ist echt uncool. Peter, wie schnell du voll bist. Du fährst gerade drunter, hältst an, fährst schnell los. Ja, so nett, ich hab noch nicht mal richtig gebremst. Brutal das Teil, Alter. Bin gerade so zum Stehen gekommen und kann schon wieder beschleunigen. Das ist auch der geilste Überladewagen überhaupt. Es gab ja auch diesen Mazabin, diesen roten, wo... Alter, was ging denn da rein? Ich glaube, das Doppelte ja, wie von dem. 200. Ja. Ja, die Orangenen gab es auch, genau. Aber die waren, glaube ich, kleiner als der rote. Der rote gehörte zum Big Butt-Paket. Da gab es doch solche riesigen Big-Dinger da mit 6, 7, 8 Achsen oder sowas. Also das ja, ist ja. Vor allem kein Fahrzeug konnte vernünftig um eine Kurve ziehen. Das ging gar nicht, Alter. Und dann hat er ewig gebraucht zum Überladen, Alter. Beim 17er ist das für solche Maps wie Australien oder sowas. Ja, für die Mustang Valley Ranch. Da war der perfekt. Weil da habe ich mir den hingestellt, wenn ich dann 3 oder 4 Ernter gleichzeitig immer abgefahren habe. Ich bin immer von Ernter zu Ernter. Kurz da abtanken. Zwischendurch, wenn ich mal ein paar Sekunden Luft hatte, LKW, diesen mit den Semitipper, 4 Stück hintereinander, kurz drunter gefahren und jedes Mal, wenn ich da war, immer so ein bisschen wieder vorgefahren, dass er überladen kann. Alter, das waren Aktionen, ey, meine Fresse. Schade, dass ich da noch keine Videos gemacht habe oder gestreamt habe, das wäre mit Sicherheit interessant gewesen. Boah, jetzt allein dieses Größenverhältnis und alles. Ey, die Karte, die war echt brutal. Aber ich könnte ja theoretisch da mal ein paar Videos machen. Da mal wieder Bock hätte ich irgendwie schon, die nochmal ein bisschen zu spielen. Also die Karte, nicht unbedingt LS17, aber die Karte hätte ich nochmal Bock zu zocken. Ich bin gespannt, wenn es von der Nordfriesischen die große gibt. Große? Die große von der NF mal. Mit diesen Inseln. Ach, du meinst die großen, achtfach. Ja. Die ist ja geil gewesen, Alter. Die war wirklich Hammer. Ich weiß gar nicht, ob ich die kenne. Also ich weiß halt, ich kenne halt die, da war dann die Baustelle. Da konntest du noch eine Brücke bauen über irgendeinem Fluss. Aber ja, das war genau. Das war aber trotzdem nur die vierfach. Also stand auch sogar drauf auf dem Bild vierfach.
Ja, das was jetzt ist, ist glaube, das ist jetzt eine Vierfach. Oder ist es jetzt die normale und zwar früher eine Vierfach, die ganz Nee, große? das ist jetzt auch eine Vierfach. Also ich weiß, bei der großen Version ist allein das Feld 45. Das ist 91 oder 92 Hektar groß.